Vortrag über VPL, JUnits und Moodle. Und ich möchte mich kurz vorstellen und einmal zuerst präsentieren, was wir heute da alles herzeigen werden. Zuerst einmal, wer wie was, wer sind wir, was machen wir, was haben wir mit Moodle zu tun, was haben wir mit Programmieren zu tun, was kann man dort überhaupt alles noch verbessern. Ja? Zu meiner Person, mein Name ist Günter Hutter, ich bin Lehrender an der HTL in Leoben, im Fachbereich für IT und Smart Production und hab eines der Module, die wir dann noch im Laufe des Vortrages sehen werden, mitentwickelt. Und mein Kollege, der Andreas Böttcher, ist ebenfalls Lehrender an der HTL in Leoben und ist bei uns für die Wartung der Moodle-Instanz zuständig. Ja. Und wir sind beide studierte Informatiker, die versuchen, unseren Schülern bestmöglich Java beizubringen. Oder generell das Programmieren, kann man so zusammenfassen. Genau, ja. Genau. Wenn wir schon über Programmieren reden, wie funktioniert das normalerweise im Unterricht? Ja, wenn man Schülern versucht, irgendwie ein neues Thema beizubringen, naja, im Prinzip zuerst gibt es eine kurze Einführung in ein Themengebiet. Ja. Man stellt irgendein Thema vor, zum Beispiel Standardausgaben, irgendwelche Algorithmen oder was auch immer. Nachher stellt der Lehrer eine Aufgabe und die Schüler lösen die Aufgabe nachher möglichst selbstständig. Ja. Und sie sollten nachher die Lösung auch abgeben. Und der Lehrer sollte im Idealfall die Lösungen alle kontrollieren und jedem Schüler persönliches Feedback geben, weil das persönliche Feedback extrem wichtig ist, damit der Lernprozess von den Schülern auch wirklich da ist. Ja. Genau. Wobei man sagen muss, dass natürlich diese Zeile 20 bis Zeile 70 in unserem Listening, was wir da auf die Folien gemacht haben, ein sehr wichtiger Teil ist, weil Programmieren lernt man ja nicht durchs Zuschauen und durchs Vorprogrammieren von einem Lehrenden, sondern Programmieren ist ja eigentlich im Grunde genommen nach unserer Philosophie ein Handwerk. Und das lernt man einfach nur durch immer wieder üben und immer wieder wiederholen und die gleichen Methoden und Werkzeuge, die man im Unterricht zuerst in der Theorie lernt, immer wieder praktisch anwendet und das dann so richtig aus dem FF kann. Genau, also üben, üben, üben ist drei Viertel von der ganzen Arbeit. Ganz genau. So, jetzt soweit zur Theorie. Die Praxis schaut manchmal etwas anders aus und zwar vor allem bei Anfängern von Programmieren ist es ganz oft der Fall, dass sie die Schüler noch gar nicht so sehr mit der Problemstellung auseinandersetzen können, sondern weil sie erst einmal mit ihrem eigenen Setup überfordert sind. Ja. Sie kriegen eine Programmierumgebung vorgesetzt, wir verwenden zum Beispiel Eclipse. Ja. Nachher muss der Schüler irgendwas programmieren, dann muss er das irgendwie abgeben, dann weiß er unter Umständen gar nicht, ja, was muss ihn da jetzt abgeben. Das kann man natürlich alles 5, 6, 7 Mal vorzeigen, gar keine Frage. Ja. Am Ende vom Tag kriegt man dann durchaus bunte Mischkulanzen, von verschiedensten Jar-Files, Class-Files, Text-Files, die als Jar-Files umbenannt sind, also alles Mögliche. Ja. Und das macht das Kontrollieren der gesamten Lösungen eigentlich sehr aufwendig. Genau. Was natürlich da auch dazu kommt, das muss sich der Lehrende, der Programmieren unterrichtet, der kommt ja dann und sagt, wir machen jetzt ein Beispiel und dann ist das Beispiel fertig, alle geben ab und dann stellt sich für den Lehrenden selber auf einmal die Fragestellung, ja, wie hätte ich eigentlich gern, dass man die Schüler das abgeben, auf was lege Wert? Also für mich ist halt wichtig, ich möchte alle Schüler fair bewerten können, ich möchte, dass die alle die gleichen Voraussetzungen haben. Für gleiche Leistung soll es gleiche Punkte geben. Es sollte jedem klar sein, was er machen muss, wie er es machen muss und wann er es machen muss. Und es ist wichtig, ich sollte eigentlich dadurch auch nicht zu viel Arbeit haben. Weil ich möchte jetzt nicht dann einfach von jedem Schüler, von 30 Schülern, geben wir irgendwelche Dateien ab. Ich möchte dort nicht Klassennamen umbenennen, ich möchte dort nicht Funktionsnamen umbenennen und ich möchte auch nicht bei jedem die Compiler-Einstellungen verändern müssen, weil das ist irrsinnig viel Arbeit, für die man sich eigentlich im Vorhinein, wenn man das abklärt, sparen kann, im Großen und Ganzen. Genau, aber es ist, wie gesagt, notwendig, weil ansonsten ist es nicht möglich, dass man das anschaut, fair bewertet und nachher da wirklich individuelles Feedback gibt. So, jetzt so ein kurzes Zwischenfazit. Jetzt habe ich erzählt, was gibt es so, was braucht man so. In Wirklichkeit braucht man eine einheitliche Lehrplattform, wo man alle Aufgabenstellungen verwaltet. Idee dahinter ist, dass man die Schüler sozusagen dazu animiert und sagt, schaut her, da sind eigentlich Aufgaben drinnen, das ist noch zu tun, das hast du schon gemacht, dafür hast du diese und jene Noten gekriegt und so weiter und so fort. Noch als zweite große zentrale Anforderung ist folgendes, und zwar, dass die Schüler speziell am Anfang, wenn sie programmieren lernen, sich nicht mit ihrer eigenen Hardware und mit ihrem Setup und so weiter auseinanderschlagen müssen. Ja. Es ist
es soll am Anfang der Fokus tatsächlich aufs Programmieren gelegt werden und nicht jetzt drauf, wie, warum tut Eclipse schon wieder nicht das, was ich gerne hätte. Ja? Und das Dritte ist wirklich das zentrale Thema, das Feedback muss vorhanden sein, weil ohne Feedback wird man schlichtweg nicht besser. Ja? Genau, und das Wichtige ist, dass das Feedback möglichst schnell natürlich den Schüler erreichen soll, weil wenn halt Standardszenario ist, ich kontrolliere das alles manuell, dann mache ich halt ein Übungsbeispiel, alle Schüler geben das ab. Ich habe die Wochen wahrscheinlich für andere Sachen zum Tun, komme am Wochenende vielleicht zum Kontrollieren und im Idealfall kriegen sie es in einer Woche zurück. Die haben aber inzwischen schon 3 Stunden Deutsch gehabt, 5 Stunden Englisch, haben irgendeinen Mechaniktest gehabt, haben das gehabt und wissen eigentlich dann gar nicht mehr, was war jetzt die Programmieraufgabe, kriegen dann ein Feedback und das ist schon so weit weg eigentlich von der eigentlichen, vom eigentlichen Lösungsprozess, wo sie das Programmierbeispiel gemacht haben, dass sie eigentlich mit diesem Feedback oft nur sehr, sehr wenig anfangen können im Endeffekt. Sie sagen dann nur, warum kriege ich da jetzt Minuspunkte und dann erklärt man das und dann sagen sie, aha, und irgendwie ist aber diese Lernschleife ist dann oft nicht da. Also dieses Feedback muss wirklich unmittelbar erfolgen sozusagen, damit es wirklich wirksam ist für die Schüler, für den Lernprozess. Ganz genau. Gut, wir verwenden dazu die Lernplattform Moodle, ist wahrscheinlich sehr bekannt, verwenden sehr viele Universitäten, sehr viele Schulen. Wird auch für Schulen vom Bundesministerium gehostet, was sehr angenehm ist. Grundsätzlich, es gibt Schulen, die hosten selber. Kommen dort das Ganze aus Australien, weil Australien hat ja das Problem, dass alle Leute sehr weit auseinander wohnen und natürlich nicht am täglichen Schulbesuch auf sich nehmen können. Und dadurch haben sie dort halt einfach Lernplattformen entwickelt. Grundsätzlich ist das ein offenes Open Source. Lernplattform ist ein Plugin-System, was das Ganze sehr charmant macht. Es gibt sozusagen für jeden Fachbereich, für Deutsch, Englisch, für verschiedenste Lernstile, für verschiedenste Lernmethoden, die man verwendet, gibt es dort Plugins. Wie man an die beeindruckenden Zahlen sieht, gibt es 84.600 Installationen mit 117 Millionen Nutzern und so weiter. Also es ist schon sehr, sehr weit getestet und es gibt eine sehr große Community, die hinter diesem ganzen Projekt steht. So. Jetzt machen wir da ein Live-Demo von unserem System an der Schule. Du hast gesagt, F. Gut, die Technik. So. Wo ist jetzt der. Na, wo ist jetzt der Schüler? Das da, genau. Also, so schaut diese Login-Maske aus. Sieht man das gut oder sollte man das vergrößern? Ist okay? Passt, oder? Kennt man vermutlich eh. Wir haben da einen Testschüler angelegt, natürlich zu Testzwecken. Super, typisch. Das ist abgelaufen. So, das ist richtig. Endlich, es hat funktioniert. So, grundsätzlich ist das System so aufgebaut, es gibt diese Plattform, in dieser Plattform gibt es Benutzer. Benutzer sind prinzipiell alle gleich, diese Rechte, ob sie Lehrer oder Schüler sind, basieren eigentlich nicht auf dem Gesamtsystem, sondern basieren auf den sogenannten Kursen, die es da drinnen gibt. Im Normalfall gibt es für jedes Fach dann einen Kurs oder für jeden Lehrer oder wie auch immer das gehandhabt wird von den Lehrenden und Studierenden oder Schülern und Schülerinnen. In unserem Fall gibt es da einen Demokurs für die Linux-Tage. Kann man in der neuen Version natürlich auch mit dem Logo versehen, damit man das gleich weiß, was dort los ist. Grundsätzlich ist das nicht nur ein System, wo man sich jetzt irgendwie Unterlagen anschauen kann. Das kann man natürlich auch. Es gibt da oben irgendwelche, kann die Foliensätze reingeben, die können die Schüler nachschauen. Man kann Skripten reingeben und so weiter. Das ist einfach zum Nachschauen. Man kann aber auch natürlich interaktive Sachen machen. Man kann zum Beispiel Übungstests machen. Dadurch kann man Fragentypen hinterlegen. Das kann man sich zum Beispiel anschauen. Schaut dann so aus, dass da wirklich zum Programmieren tatsächlich Aufgabenstellungen, die muss man natürlich als Lehrender selber hinterlegen, aber man kann dann Tests auch natürlich direkt in Moodle durchführen. Der Schüler führt das aus und kriegt sofort Feedback, ob diese Fragen richtig sind oder nicht richtig sind und hat natürlich auch sofort das Feedback, ob jetzt seine Leistung passt oder ob sie nicht passt oder ob er diese Fragen richtig oder falsch hat. Gibt es eben so in der Art und Weise. Dann gibt es Fragen, wo man zum Beispiel sagt, was gibt jetzt diese Funktion, ist das ein Laufzeitfehler, Übersetzungsfehler, was auch immer, es gibt welche, die wo man die Ausgabe von einem Stück Source Code bringen muss. Also das ist mehr so Code lesen eigentlich fürs Programmieren dann. Weiter gesehen, dann gibt es natürlich so interaktive Sachen drinnen. Das wäre zum Beispiel das H5P. Das ist ein HTML5-Framework für interaktive Lehrinhalte. Da habe ich als Beispiel jetzt eingegeben zum Beispiel ein interaktives Video. Das ist jetzt einfach eine Anleitung für eine Programmierumgebung. Das ist jetzt nicht Java, das ist für Automatisierungstechnik zum SPS-Programmieren, hat jetzt von der Interaktivität her eigentlich nur Pausen drinnen und diese Pausen dienen dazu, dass der Schüler das sozusagen
noch klickt. Weil so quasi immer am Anfang ist es immer ein bisschen schwierig, bis das Schüler mit einer Entwicklungsumgebung arbeiten können, überhaupt ganz umfangreicher sind. Und dann habe ich den Vorteil, wenn einer krank ist oder so, oder wenn einer jetzt nicht weiß, wie das jetzt wirklich genau funktioniert hat, dann kann er sich dieses Video nochmal anschauen und kann sozusagen die Basisschritte, dass er mal zu einem funktionierenden Projekt kommt, nacharbeiten dort. Ist eigentlich ganz eine spannende Geschichte und hat sich wirklich bewährt. Genau. Was natürlich noch gibt, von dem unser Vortrag halt hauptsächlich handelt, wo wir dann noch eine Weiterentwicklung gemacht haben, und wo es ums Java-Programmieren geht, es gibt so interaktive Beispiele, das nennt sich Virtual Programming Lab. Das hast du jetzt wieder auf die Folien, gell? Genau. Genau. Das kannst du jetzt noch kurz, bitte. Genau. Es gibt das als Plugin, das Virtual Programming Lab. Das ist eben ein Moodle-Plugin, das kann der Moodle-Administrator installieren. Und funktionieren dort das so, dass man zusätzlich zu seinem eigenen Moodle-Server, den man entweder selbst betreibt oder den jetzt irgendjemand für Sie betreibt, einen eigenen Jail-Server aufsetzt. Jail-Server ist nichts anderes wie eine Linux-Maschine, ja, wo auf einem Debian-basierten Linux in circa gefühlten 15 Minuten Aufsetzungszeit ja, ein ganzer Haufen Skripte durchrennt und nachher eben aus dem normalen Linux-Server einen Jail-Server bastelt. Und der Jail-Server nimmt dann Aufgaben entgegen und kann das sozusagen kompilieren und schauen, wenn das kompiliert ist, was dann rauskommt. Kommt da ein Compile-Time-Error raus, kommt da ein Runtime-Error raus, was ist der Output und so weiter und so fort. Ja. Der große Vorteil von dem Jail-Server ist auf alle Fälle, dass man jetzt nicht nur auf Java beschränkt ist. Ja. Die nächsten paar Minuten, wir werden es nur mit Java herzeigen, ja. Aber funktionieren tut das auch für C, C++, Fortran und so weiter und so fort. Magst du genau. Was herzeigen dazu? Genau, wir werden da ein Live-Demo herzeigen von dem Ganzen. Also vielleicht nur entwickelt ist natürlich das VPL nicht von uns worden, sondern das ist von der Universität Las Palmas entwickelt worden, als Moodle-Plugin. Wir haben dann nur ein paar Erweiterungen dazu gemacht. Jetzt gehen wir uns da Beispiele anschauen, das ganz klassische Einstiegsbeispiel zum Programmieren. Wie in jeder Programmiersprache, in jedem Kurs auf der ganzen Welt ist Hello World. Das haben wir da natürlich auch so gehalten. Jetzt schauen wir uns das aus Schülersicht an. Man sieht da rechts, ich bin als der Testschüler angemeldet. Kann man lesen, glaube ich. Also Aufgabenstellung, klar, schreiben Sie ein Programm, das auf der Konsole Hello World ausgibt. Ganz klar, jetzt kann der das direkt in der Entwicklungsumgebung programmieren. Wir können uns da das ausblenden, dann haben wir mehr Platz. Wir können da auf Bearbeiten gehen. Jetzt verlangt er noch eine neue Datei von uns. Die sollte natürlich jetzt den richtigen Namen haben. Und zwar sollte man den groß schreiben. Hello World, natürlich nicht vergessen, .java. Ja. Jetzt legt er sozusagen in diesem VPL für uns eine Java-Datei an. Kann ich da drin genauso mit STRG S speichern. Ich kann das ganze Fenster sogar auch im Browser noch groß machen. Dann verhält sich das wirklich tatsächlich wie eine richtige Java-Anwendung. So, dann geben wir das einmal public. So, das Live-Thema. Wenn wir schauen, ob wir da einen Fehler einbauen. Kann man das lesen so? Soll man das größer? Das kommt man schon ein bisschen größer machen, gell? Ja, so ist gut. So gut? Das ist fast ein bisschen zu groß. So. So, brauchen wir natürlich noch eine Main-Methode. Main. String-Array mit Argumenten übernimmt und irgendwas macht. Und zwar sollte das System-Goes, haben wir schon gelernt, System.out.println. Und zwar sollte das Ganze jetzt Hello World ausgeben. So, wenn mir jetzt was auffällt bei dem Ganzen. Der Schüler hat das super programmiert, der hat die Klasse programmiert, der hat eine Main-Funktion programmiert. Er gibt da was aus, nur er hat jetzt ein Problem, er gibt jetzt so leider das Falsche aus. Er hat sich nämlich vertippt, passiert ja ständig. Jetzt können wir das. Das wird nicht. Also jetzt war ich nicht drin da. Also das ist die FN, genau. So, jetzt konnte ich das da drinnen theoretisch ausführen. Ich kann das da einmal starten. Jetzt verbindet sich unser System mit dem Jail-Server, da gibt es manchmal ein lizenztechnisches Problem. Das kann ich, aber muss ich nur einmal bestätigen sozusagen und dann geht das. Okay, passt. So, jetzt führt er das da aus in dem Fenster. Jetzt ist er sozusagen mit dem Jail-Server verbunden und das läuft. Und er hat auch da was ausgegeben. So, im Schüler fällt das jetzt vielleicht immer noch nicht auf. Mir als Lehrer fällt es vielleicht erst in einer Woche auf. Weil wir haben ja vorher gesagt, nein, in einer Woche schaue ich mir das erst an und dann sagt er, da habe ich mich vertippt, super, jetzt, keine Ahnung, ja. Ist zwar so gewesen, aber gelernt habe ich jetzt eigentlich auch nichts davon. Jetzt gibt es da einen weiteren Button, jetzt gibt es da diesen Evaluate-Button oder Evaluieren heißt der. Wenn der Schüler den startet, werden im Hintergrund Unit-Tests ausgeführt. Ja, kind of. Kind of Unit-Tests. Das kommt dann erst so richtig. Es werden auf jeden Fall Tests ausgeführt. Und jetzt sieht er da rechts, aha, er kriegt jetzt auf einmal einen Bewertungsvorschlag 0 von 20 Punkten.
sollte dem Schüler dann auffallen, dass da vielleicht irgendwas nicht optimal ist, weil der sollte natürlich darauf hingetrimmt werden oder sollte natürlich darauf hinziehen, dass er möglichst viele Punkte kriegt. Jetzt sollte der korrekte Output sollte Hello World sein und sein Output war aber Hello Wordle. Jetzt lest er das doch irgendwann einmal, bessert das aus in seinem Code. So, und zwar so. Führt diesen Test nur mal aus. Und sollte dann jetzt 20 von 20 Punkten kriegen, so Gott will. Genau, ein Test run, ein Test passed. Und das Spannende an dieser ganzen Sache ist, wenn ich das jetzt kleiner mache, halt im Moodle habe ich ja nicht nur diese ganzen Lehrinhalte, sondern ich kann die gesamte Bewertung eigentlich, die ich als Lehrer und der Schüler, die sozusagen wir gemeinsam erarbeiten über das Jahr, die kann ich mir eigentlich da drin im Moodle nachführen und ich kann mir das unter Bewertung anschauen. Jetzt sieht der Schüler da seine drei Beispiele, die er gehabt hat und seinen Übungstest und er sieht, aha, auf das Hello World Beispiel hat er schon 20 von 20 Punkten gekriegt. Natürlich eine ganz erfolgreiche Geschichte. So, jetzt schauen wir uns das an, wie schaut das jetzt aus Lehrersicht aus? Weil für den Schüler ist das jetzt eigentlich recht eine angenehme Geschichte. Er steigt da ein, kann das Moodle gleich als Entwicklungsumgebung verwenden, kann dort das Programm ausführen und schauen, was es macht. Er kann es gleich dort evaluieren nach Tests, die da hinterlegt sind und hat sofort das Feedback, ob sein Programm jetzt passt oder ob es nicht passt und es gibt eigentlich keine Diskussion. Er hat sofort den sofortigen Lerneffekt aus dem Ganzen herausgezogen. So, jetzt schauen wir uns das aus Lehrersicht aus. Da bin ich als Lehrer angemeldet. Bin im gleichen Kurs drinnen, habe die gleichen Übungen und schaue jetzt da in das Hello World Beispiel rein. Ich habe da dann ein bisschen mehr Buttons oder halt andere Buttons grundsätzlich und kann mir da die Abgabeliste anschauen und circa einmal Testschüler hat abgegeben, der hat schon 16 Mal abgegeben. Jetzt nicht 16 Mal in dem Kurs, aber 16 Mal ein, weil wir haben das ja vorher auch schon mal probiert, das Ganze. Und ich kann mir da jetzt theoretisch alle seine 16 Abgaben anschauen und kann das eigentlich nachvollziehen, wie war von dem Schüler jetzt dieser Entwicklungsprozess. Was hat er für einen Fehler gemacht, wo hat er vermutlich Probleme gehabt. Ich kann daraus schließen, was muss ich vielleicht nächstes Mal im Unterricht nochmal ganz besonders wiederholen von diesen Themen, die ich gemacht habe oder von den Themen, die in dem Beispiel vorkommen. Ich kann mir auch die Bewertung anschauen drinnen. Ich konnte jetzt die Bewertung theoretisch auch noch überschreiben, falls ich draufkomme, der hat jetzt irgendwie das Programm gar nicht selber gemacht, sondern kopiert oder was auch immer. Gibt es natürlich auch Sachen, die passieren. Ich sehe da die Tests, die funktioniert haben. Ich sehe die Tests, die nicht funktioniert haben. Genau. So. Aber wie komme ich jetzt eigentlich als Lehrer da einmal zu diesem Beispiel? Weil dieses Hello World Beispiel ist ja nicht grundsätzlich dort fertig drinnen, sondern das ist nur das Framework. Ich muss dort als Lehrender einmal meine Tests hinterlegen. Und zwar gibt es da sogenannte Ausführungsdateien. Da gibt es jetzt diverse Skripts. Für das Run gibt es ein Skript, es gibt ein Debug-Skript und es gibt ein Evaluate-Skript. Da konnte ich noch Linux-Shell-Befehle dazu tun, falls ich irgendeine spezielle Geschichte will. Zu dem kommen wir nachher noch. Und es gibt dieses vpl-evaluate.cases. Und da hinten ist jetzt einfach ein Testcase hinterlegt. Das wird jetzt wieder ein bisschen größer machen. Und zwar heißt der einfach Example Testcase und das Output von dem Ganzen ist Hello World. Ich konnte da jetzt auch noch einen Input vermerken, aber das war es eigentlich auch mit der Testfunktionalität, die man dieses VPL standardmäßig bietet. Das ist für einfache Beispiele ganz okay. Ich kann eine Konsoleneingabe und Ausgabe emulieren und ich kann das überprüfen, was da passiert. Aber das hat alles seine Grenzen. Genau, aber mehr schon nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Aufgabenstellung modifizieren würde und sagen, okay, es soll nicht Hello World sagen, sondern Hello und nachher das gleiche wie das erste Argument, das dem Programm übergeben würden, wäre das mit dem schon nicht mehr abbildbar. So, und genau aus diesem Grund, jetzt muss ich das klein machen. Brauchen wir die Folien nochmal? Ja, aus diesem Grund brauchen wir auch die Folien nochmal. Genau. Und aus diesem Grund haben wir. Also zusammenfassend vielleicht noch vorher, ja. Was kann man mit dem VPL machen im Standard, so wie es aus der Schachtel kommt? Man kann prinzipiell festlegen, wer darf wann bis wo es in welchem Umfang abgeben. Man kann bis zu einem gewissen Grad Urheberkontrolle feststellen. Das funktioniert ganz gut, wie du gesagt hast, über die Statistiken, die da drinnen sind. Also und über den Codevergleich. Ja, man kann Quellcode-Abgaben zwischen den Schülern vergleichen. Also wenn man jetzt exakt bei einem Hello World ist noch die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass genau gleich ist. Wenn das etwas komplexere Beispiele werden, ist es sehr unwahrscheinlich, dass das wirklich exakt gleiche Beispiele sind. Man kann aus den Statistiken zum Beispiel auch schließen, wenn jemand in den letzten 3 Minuten von der Vorlesung oder von der Übung... Vom Abgabeende, klassischerweise 8.05 Uhr in der Früh Unterrichtsbeginn, hat er um 8.02 Uhr eine Abgabe geliefert. Die hat beim ersten Mal mit 600 Quellcode-Zeilen total gut funktioniert. Das sollte man vielleicht etwas kritisch sein. Ja? Oder man sollte noch das Beispiel einfach präsentieren lassen im Unterricht, dann sieht man das meistens eh, ob das wirklich so wasserfest ist, wie es ausschaut im Moodle oder auch nicht. Genau.
man nimmt den Schülern das File-Management ab, also sie brauchen sie im Prinzip jetzt nicht mit ihrer eigenen Entwicklungsumgebung so herumschlagen. Und die Ausführung und Beurteilung ist bis zu einem gewissen Grad auch ganz gut abgedeckt. Das war jetzt genau die Live-Demo schon von vorhin. Also was haben wir aber gesehen? Was fehlt uns eigentlich noch? Naja, die Beurteilung ist sehr generisch. Man kann nur gegen irgendwelche Regular Expressions verchecken und man kann nachher Punkte vergeben. Wir haben jetzt da nur 20 Punkte gehabt und vor den 20 Punkten, die man erreichen kann, gibt es nachher das Szenario, wo man hergehen kann und nachher wieder Teilpunkte vergeben und so weiter und so fort. Auf alle Fälle, was nicht geht, ist, dass man komplexere Szenarien damit testet. Mit sinnvollem Aufwand. Und es ist auch nicht möglich, dass man zum Beispiel, stellen wir uns vor, wir schreiben jetzt einen interaktiven Taschenrechner, der auf der Kommandozeile basiert. Ja. Der Taschenrechner bietet an, ich kann multiplizieren, addieren, dividieren und so weiter. Ja. Und nachher soll der Schüler halt eins auswählen und nachher kriegt er eine Werte zum Eingeben und so weiter. Also die Interaktion ist mit dem nicht möglich. Und aus diesem Grund haben wir uns heuer im Herbst irgendwann entschieden, dass wir ein eigenes Modul dazu programmieren. Also das ist jetzt eine Ergänzung zu dem Virtual Programming Lab, das genau die vorher besprochenen Shortcomings im Prinzip behebt. Es ist Open Source, ist auf GitHub zu finden. Der Link ist unten angezeigt. Die Folien werden übrigens noch zur Verfügung gestellt, kann man dann dort nachschauen. Tatsächliche Mehraufwand, das einzusetzen, ist in etwa bei 2 Minuten pro Übung. Und wir haben uns dazu entschieden, jetzt da nicht großartig mit Konfigurationsfiles und so herumzutun, sondern Convention over Configuration zu wählen. Und zwar, man kann bestehende, also für Java-Entwickler bestehende Tools verwenden und die tun dann im Kontext von Moodle genau das Richtige. Wo sind jetzt die Dinge, die wir da verwenden? Naja, wir haben richtige JUnit-Tests. Ja? Also man definiert seine Testfälle genau, wie man es aus JUnit kennt, mit den entsprechenden Annotations und man hängt einfach hinten dazu an, zum Beispiel Underline 20p, noch ein ist das Beispiel, wenn der JUnit-Test durchrennt, 20 Punkte wert. Wenn der JUnit-Test nicht durchrennt, gibt es die 20 Punkte halt nicht. Genau. Die Idee hinter dem Ganzen ist eben, wir haben überlegt, was möchte man gerne nur testen, dieses Input-Output-Geschichtel, was es original gibt, ist einfach sehr eingeschränkt. Jetzt haben wir überlegt, ja, das hätten wir gerne und sagt der andere Kollege, ja, das hätte er vielleicht gerne noch dazu, dann würde er gerne irgendwelche Exceptions abfangen können und schauen, ob die Exceptions richtig geworfen werden. Ich würde ganze Klassen initialisieren können, mit richtig großen Testdaten bespülen und was auch immer. Und irgendwann kommt dann natürlich so eine Diskussion auf, dass es gibt ja Test-Frameworks für Unit-Testing und JUnit ist sicher das bekannteste für Java und auch sicher das meistverwendetste. Und das war dann eigentlich eine neuliegende Sache, dass man sagt, man macht ein Interface zwischen diesem VPL und JUnit, weil dann kann ich sozusagen einfach meine JUnit-Tests in VPL nutzen. Das ist eigentlich die Grundidee hinter dem Ganzen. Genau. Und dann sind noch Kollegen gekommen und gesagt, naja, nur weil es jetzt funktioniert, heißt es ja nicht, dass es gut ist. Warum das? Ja? Na, vielleicht ist es nicht schön genug. Und da gibt es auch ein fertiges Framework, nämlich JackStyle, also ja, mit dem man hergehen kann und nachher zum Beispiel so mit statischer Code-Analyse überprüfen kann, ob jetzt zum Beispiel wirklich Funktionsnamen entsprechend dem Coding-Standard klargeschrieben sind, ob CamelCase verwendet wird, ob keine Ahnung, beliebige... Ob die Einrückungen stimmen, ja, genau. Klassiker. Beliebige also. Dinge hier einsetzen, ja. Und genau das haben wir eben umgesetzt. Das Ganze schaut dann am Ende vom Tag so aus, es ist ein fertiges Jar-File. Kann man aus Schülersicht natürlich auch noch mal herzeigen. Jetzt bin ich da wieder der Lehrer. Sagen wir es, dass der Schüler her. Genau. Sagen wir es, der Schüler wieder her, so wie vorher, dann ist das gleich. Genau, wir haben da ein zweites Beispiel natürlich auch noch drinnen. Und zwar so ein Simple Calculator. Das ist jetzt nicht der Simple Calculator, der alles rechnen kann, sondern das ist eigentlich ein bisschen der Simple Simple Calculator. Der kann nur addieren, wenn man sich die Aufgabenstellung liest. Und jetzt gibt es natürlich auch die Aufgabenstellung, was wir vielleicht jetzt noch nicht erwähnt haben. Man kann ja da drin programmieren, aber wenn man, so wie wir in der IT-HTL unterrichten, dann sollten ja die Schüler doch eine Entwicklungsumgebung kennen. Bei uns ist das Eclipse, ganz klassisch für Java, und die sollten mit dem auch umgehen können. Jetzt programmiert der Schüler in Eclipse sein Beispiel, das ist ein Simple Calculator, und kann das natürlich auch sehr einfach da drin abgeben. Der geht einfach auf Abgabe, hat in Eclipse das programmiert. Der ist jetzt da drinnen, da gibt es dann dort unter Source ein Java-File und der kann jetzt einfach dieses Java-File kann er direkt aus dem Eclipse mit per Drag and Drop sozusagen in das VPL-Moodle einziehen. So, was nehmen wir jetzt richtig? Nein, das war's. Genau. Jetzt kann er das direkt abgeben, sagt Speichern. Jetzt konnte er das natürlich dann da drinnen nur bearbeiten, weil er hat jetzt einfach dieses Java-File da drinnen angelegt. Das wird kleiner, das groß, genau.
Macht das nichts anderes, als dass es mit Hilfe des Scanners von der Konsole zwei Integer-Zahlen einliest, die zusammenzählt und dann ausgibt auf der Konsole und dann diese Konsole noch closed. Und wenn er richtig programmiert hat, hat er das wahrscheinlich schon im Eclipse irgendwann einmal ausgeführt und einmal getestet, wie das auf gewisse Eingaben von einem reagiert, ob diese Zahlen tatsächlich richtig zusammenzählt werden, was halt dann dementsprechend die Aufgabenstellung ist. Und jetzt braucht das eigentlich nur der Einzige und kannst da drinnen sofort evaluieren, ob das stimmt oder nicht stimmt. Jetzt wird das da kompiliert. Und da rechts werden zwei Unit-Tests ausgeführt. Das ist jetzt schon nicht mehr diese einfache Variante, sondern schon die Variante, die mit JUnit 4. Es gibt da zwei Tests, da sieht man das Underline 10 Punkte, was der Herr Kollege vorher erwähnt hat. Beide Tests haben Success und haben 10 Punkte. Jetzt gehen wir mal schauen, was passiert, wenn wir da einen Fehler einbauen. Jetzt hat der Schüler, keine Ahnung, tut nicht addieren, sondern subtrahieren, weil er einfach die Angabe nicht so richtig gelesen hat, wie es gedacht ist, was auch immer. Was passiert ist, kann das da lesen. Wir führen das jetzt nochmal aus. Aha. So. Warum kriege ich das jetzt nochmal? Nein, das ist jetzt der ITSB. Da ist der ITSB hinterlegt. Internes Problem. Sollte jetzt aber gleich gehen. Aha. Das ist nicht immer das Risiko bei Live-Demos, dass das dann natürlich nicht immer ganz das macht. Nein, er hat den Server 11. Jetzt hat er das richtig gemacht. Das ist schon der zweite. Wir haben da einen zweiten hinterlegt, weil wir das getestet haben, dass wir selber so einen Jail-Server aufsetzen. Da hat es jetzt aber noch gewisse technische Probleme gegeben, wie es überall ist bei der Softwareentwicklung. Das funktioniert ja nicht mehr alles ganz so direkt gleich. Aber man sieht jetzt, dass das da 10 von 20 Punkte rausgekommen, weil es hat der eine Compile-Test hat funktioniert. Das können wir uns nachher aus der Lehrersicht noch anschauen, wie diese Tests entwickelt werden und was da drinnen steht. Und dieser andere Test hat nicht funktioniert und er kriegt da eine Fehlermeldung. The sum of 14 and 17 should be 31. Output ist Summe ist minus 3. Kann sein, dass das Programm irgendwie einen Fehler macht, weil es addiert nicht, sondern es subtrahiert. Da muss er natürlich dann den Fehler finden, wenn wir das jetzt wieder beheben. Sollte das auch wieder funktionieren grundsätzlich. Ja, das ist die Art von Instant Feedback, den man als Schüler, denke ich, braucht, um drauf zu kommen, ob sein Programm jetzt funktioniert oder nicht. Ja. Einfach nur gut oder gut nicht, ist oft ein bisschen wenig. Ja. So. Schauen wir uns an vielleicht. Schauen wir uns die Lehrersicht an. Wir wissen es jetzt nicht, dass es jetzt wahrscheinlich funktioniert. Wenn es nicht geht, dann passt, jetzt geht es wieder. Jetzt hat er wieder 20 von 20 Punkten. Genau. Weil natürlich mehr Unit-Tests hinterlegt sind, gibt es natürlich für komplexere Beispiele. Gibt es dann nicht 2 Unit-Tests, gibt es dann 5 Unit-Tests, 10 Unit-Tests, je nachdem, wenn wir ganze Klassen programmieren, haben wir Beispiele 15, 16 Unit-Tests. Das ist schon gar nicht so selten grundsätzlich. Genau, jetzt schauen wir uns die Lehrersicht von dem Ganzen. Als Lehrer starte ich normalerweise, wenn ich solche Beispiele entwickle, auch im Java, also im Eclipse eigentlich mit Java. Ich programmiere dort einmal mein Beispiel und mache während ich das Beispiel programmiere, ganz nach Test-Driven Development. Ansatz, programmiere gleichzeitig meine Unit-Tests dazu. Hat auch den Vorteil, dass ich mir gleich überlege, was hätte ich denn eigentlich gern von den Schülern und für was für Feature, was nicht funktioniert, ziehe ich die Schülerpunkte ab oder beziehungsweise für was für Features von der Software, die Schüler entwickeln sind, gibt es eigentlich was für Bewertung. Weil sonst ist ja auch immer die große Diskussion, naja, er hat jetzt irgendwas mit einer Schleife machen müssen, er hat jetzt zwar eine Schleife gemacht, aber eigentlich ist aus dem Code, den er jetzt abgegeben hat, nicht so wirklich ersichtlich, dass er sich jetzt irgendwas Richtiges gedacht hat dabei, oder er hat halt einfach nur beim Nachbarn gesehen, der hat eine Schleifen und der macht die Schleifen. Und dann gibt es immer die Diskussion, ich habe eigentlich nur 2 Zeilen falsch und jetzt kriege ich keine Punkte. Und wenn ich aber sage, ich habe jetzt Unit-Tests, die tatsächlich Funktionalitäten oder Teilfunktionalitäten von der Software abfragen, dann habe ich eigentlich keine Argumentationsnot und dann ist das eigentlich sehr ein realistischer Softwareentwicklungsprozess, den wir damit die Schüler durchgängen. Genau, ganz nach diesem Test-Driven-Development-Ansatz haben wir da 2 Unit-Tests entwickelt. Das ist ganz normal, rechte Maustasten aufs Projekt und ich sage, ich hätte gerne JUnit-Unit-Tests dazu. Der einzige Unterschied, ich muss eben da bei dem Funktionsnamen schreiben, underline 10p für 10 Punkte, wenn ich da 20p schreiben würde, gibt es 20 Punkte. Jedes Feature ist gleich viel wert, ne? In dem Fall. Ich konnte es aber auch unterschiedlich bewerten. Also das ist natürlich dann dem jeweiligen Lehrenden überlassen, wie er das macht, je nachdem, wie komplex halt dann auch vor alles oder wie auch immer. Ja. Ist beispielabhängig. Da mache ich nichts anderes, da mache ich nur einen Compilation-Test. Ich habe auch den Vorteil, ich kann da bei diesem Assert-True, kann ich da eine Fehlermeldung einschreiben. Das ist das, was er vorher gesehen hat. Das war jetzt dann der zweite Unit-Test, der nicht funktioniert hat. Das ist der Calculation-Test. Da gibt es einfach 2 Zahlen, 14 und 17. Diese 2 Zahlen werden mit dem
Enterline. Da muss man vielleicht vorhin noch dazu sagen, es gibt dann einen VPL-Konsole-Simulator, weil wir wollen ja mit der Konsole kommunizieren. Also wir können mit der Konsole kommunizieren, wir müssen aber nicht mit der Konsole kommunizieren grundsätzlich. Bei diesen ganzen Grundbeispielen in der ersten Klasse ist sehr viel Konsolenkommunikation drinnen, weil das halt einfach am einfachsten zu erfassen ist für den Schüler, wenn er mit dem entwickelt. Bei Beispielen, wo man dann wirklich Klassen programmieren und als Vorgabe tatsächlich ein Klassendiagramm hat und das sollte irgendwie implementiert werden, ist diese Konsole tritt eigentlich mehr in den Hintergrund, sondern da werden wirklich die Klassen selber initialisiert und dann dort getestet, so wie man es Unit-Test-mäßig eigentlich macht. So, jetzt gibt es ja diesen Konsole-Simulator, der hat dann Funktionen, dass man da zum Beispiel Zeilen auslesen kann, falls der jetzt irgendwas ausgibt. Lese nur die nächste leere Zeile, dann gibt es da eine Enter-Line, das ist quasi, dann gebe ich das als String ein, 14 und 17. Und dann lese ich nur mal den Output aus und dann in der nächsten Zeile kann ich ganz normal mit Assertions diesen Output vergleichen. Ich kann jetzt das dann aber natürlich wesentlich mehr einschränken, weil dieser Output, ich muss jetzt nicht sagen, das muss jetzt ganz genau dieser Output sein, weil oft will ich irgendwas berechnen und die Schüler finden das eigentlich ganz witzig, wenn sie dann irgendwie nur einen Text dazu schreiben können, keine Ahnung, die Summe ergibt 31 oder das, keine Ahnung, wenn sie multipliziert, schreibt er dazu, das Produkt ergibt so und so viel. Da haben sie oft gerne irgendwie ein bisschen künstlerische Freiheit, sage ich beim Programmieren. Was sie dazu machen wollen, dann kann ich einfach mit der Contents-Funktion überprüfen, ob tatsächlich einfach der String, der da ausgeben wird, das Ergebnis enthält und der Rest, der drinsteht, ist eigentlich okay für mich. Genau, und ich kann die Fehlermeldung natürlich auch gleich noch einbauen, was dem Schüler auch weiterhelfen sollte. Genau. Das Ganze kann man nachher auch noch etwas komplexer gestalten. Wir schauen uns jetzt vielleicht das... Aber da ist die Abgabe drinnen, gell? Da haben wir ja nämlich nur Feature drin im Moodle. Hm? Der hat das jetzt abgegeben, das andere, oder? Ja, der Testschüler. Ist es, ja. Aber wir können uns das da drin natürlich auch noch anschauen, wie man das als Lehrer löst. Warte mal. Sag als Schüler. Nur vielleicht als Lehrer noch. Was nämlich nur dazugehört zu dem einen Beispiel, wenn man dann diese Unit-Tests entwickelt, ich als Lehrender ja dann auch sozusagen in Eclipse, dann muss ich diese Unit-Tests einmal da hinterlegen beim VPL, das ist vielleicht auch noch wichtig. Das mache ich dann bei den Ausführungsdateien, wird es dann ein bisschen komplexer aus der Lehrendensicht, weil es gibt dann bei diesen Ausführungsdateien nicht nur dieses Evaluate Test Cases, das macht eigentlich gar nichts mehr in dem Fall, das ist leer, sondern es gibt da eben dann dieses Simple Calculator Tests.java, da ist das Java-File mit den Unit-Tests hinterlegt. Ist wieder genauso wie aus der Schülersicht. Kann ich das mit Drag and Drop einfach reinziehen und es funktioniert. Und ich muss dieses VPL JUnit, in dem Fall die Version 0.5, kann ich als Binary hinterlegen und das muss ich noch einmal ein extra Hackerl setzen, damit das dann aber der Ausführung behalten wird. Das ist halt eine spezielle Geschichte, das Virtual Programming Lab sozusagen von uns verlangt, dass das funktioniert. Aber wenn dieses VPL hinterlegt ist, kann ich einfach nur mein JUnit-Test-Cases, Java-File hinterlegen zusätzlich. Und diese Tests werden dann vom Test-Framework ausgeführt und davon in einer Bepunktung übersetzt, die quasi dieses VPL lesen kann und weiterverarbeiten kann. Genau. Was ich jetzt dann auch noch machen kann, was natürlich eine coole Sache ist, was immer mehr im Kommen ist in der Lehre, ist dieses ganze Gamification. Ganze Gamification ist ein großer Trend eigentlich. Also ich führe quasi den Schüler mehr oder weniger stringent durch die ganzen Beispiele durch. Jetzt hat der, also das ist jetzt wieder der Lehrer, da ist der Schüler, der hat jetzt dieses Beispiel abgegeben, hat jetzt für beide Beispiele eine Bewertung erhalten. Geht wieder in seinen Kurs zurück, kann sie, das ist jetzt ein bisschen groß, so ist besser vielleicht, kann sich auch die Bewertung anschauen, hat jetzt für das zweite Beispiel auch schon Punkte gekriegt für den Calculator. Hat da natürlich im Kommentar gleich drin, was für Unit-Tests das funktioniert haben, ist natürlich auch als Übersicht ganz vorteilhaft. Und jetzt gibt es ein drittes Beispiel, und wem vielleicht das vorher aufgefallen ist, war dieses dritte Beispiel. Das ist Foo-Bar-Loop unten. Das war in dem Fall noch gar nicht aktiv, sondern ich kann das im Moodle machen, dass ich da sozusagen Voraussetzungen hinzufüge, dass diese ersten zwei Beispiele, das Beispiel 1 und Beispiel 2 in dem Fall, müssen gelöst sein. Und dann schaltet Moodle erst automatisch das Beispiel 3 frei. Das gibt natürlich eine gewisse Motivation für die Schüler, weil der sieht das Beispiel 3 schon die ganze Zeit, fragt sich eigentlich, was passiert da drinnen. Und durch diesen Gamification-Ansatz, wenn er die anderen zwei Beispiele gelöst hat, ist dort die Motivation größer, dass er dann zum Master-Beispiel kommt, zum dritten und sich dort dann beweisen kann, sozusagen. Das können wir uns auch noch anschauen, das Beispiel. Das ist ein bisschen komplexer. Da haben wir noch diesen Style-Check drin jetzt, gell? Ja, genau. Genau. Das Beispiel ist ja auch ein klassisches Programmierbeispiel. Das kennt man wahrscheinlich vielleicht davon. Spiele, die man gerne auf Skihitten spielt, auf die Nacht und so weiter. Man gibt ja die Zahlen von 1 bis 100 aus und wenn die Zahl durch 3 teilbar ist, soll man nicht die Zahl ausgeben, sondern man soll in dem Fall Foo ausgeben. Wenn die Zahl durch 7 teilbar ist, soll man Bar ausgeben und so geht das halt normalerweise in der Runde um. Und wer einen Fehler macht, muss halt dann irgendeine spezielle Aufgabe erfüllen. Ist aber zum Programmieren auch ein ganz spannendes Beispiel,
weil man dadurch ja erstens einmal schleifen lernt. Man muss dort die Vorschleife einsetzen im Normalfall. Man muss den Modulo-Operator einsetzen, weil man aufpassen muss, was wann teilbar ist. Und die höchste Schwierigkeit ist eigentlich das, wenn es durch 3 und 7 teilbar ist. Das ist dann noch der letzte Schritt dazu. Da muss man das ja vorher abfragen, weil sonst hat man ja mehrfache Ausgaben drinnen. Das ist ein bisschen noch der letzte Schritt. Ja. Genau, das können wir natürlich, hat der Schüler vielleicht auch entwickelt, sollen wir das? Ja, voll. Lassen wir gleich auf, gell? Das okay, noch schnell. Beispiel gibt es irgendwo im Eclipse. Balloop, da. So, da gibt es das Beispiel. So schaut das dann fertig aus. Ist halt ja, ganz klassisch Schleifen kombiniert mit mehreren Abfragen drinnen. Gibt es dann aus, sollte funktionieren, habe ich getestet. Es gibt auch einen Unit-Test dazu und jetzt habe ich den Fall, dass ich da eigentlich schon mehrere Tests habe. Ich habe wieder diesen Compile-Test für 10 Punkte. Ich habe für 10 Punkte mal den Test, dass das die Zahlen überhaupt ausgibt. Also da muss der Schüler schon wissen, der muss ein Schleifen programmieren und der muss einmal Zahlen ausgeben. Er prüft jetzt so eigentlich nur 1 und 2, weil wenn er das einmal ausgibt, dann weiß er, er hat ein Schleifen und er ist einmal so weit, dass er die ersten Zahlen ausgeben kann. Dann gibt es diesen Foo-Test. Da lese ich gleich von meinem Konsole-Simulator den gesamten Output aus, kriege den in eine Stringliste rein und überprüfe diese Stringlisten, ob tatsächlich alle Zahlen, die durch 3 teilbar sind, da ist das Plus 1 drin, weil er mit 1 anfangen in dem Fall und nicht mit 0, mit den Zahlen, ob die tatsächlich durch 3 teilbar sind. Und dann kann ich aber diese Variablen zum Beispiel gleich in die Fehlermeldung einbauen, falls der aus was für einem Grund auch immer irgendwas macht, dass die Zahl, keine Ahnung, was ist durch 3 teilbar, 66, erst einen Fehler liefert, dann kriegt er wirklich in der Fehlermeldung die Zahl 66. Das ist halt dann schon sehr flexibel, weil ich kann im Prinzip alles machen, was ich in Java machen kann, in meine Unit-Tests. Da gibt es natürlich nur mal 10 Punkte für den 7er-Test, für den Bar-Test. Und da gibt es noch den letzten, wo es durch 3 und durch 7 teilbar ist, dann sollte die Ausgabe foo-bar sein in dem Fall. Wir können das jetzt auch natürlich nochmal abgeben. Bin ich da natürlich. Ah. Vorher umschalten. Abgabe. So, speichern. So, jetzt kann ich das da drin natürlich auch nochmal evaluieren. Schauen wir mal, was er sagt. Sollte grundsätzlich gehen, hoffentlich. Genau, 50 von 50 Punkten. Ich kann jetzt das natürlich wieder auch probieren, in dem Fall, ob jetzt was passiert, wenn ich jetzt Fehler einbaue. Machen wir es ein bisschen größer. Vielleicht nicht ganz so groß. Ich konnte jetzt da nicht foo-bar ausgeben bei den 21, sondern ich gebe da keine Ahnung, lösche einfach ein Zeichen weg. Dann habe ich da grundsätzlich einmal einen Fehler drinnen. Jetzt führen wir das aus. Jetzt sollte ich eigentlich von der Theorie her 40 von 50 Punkten kriegen, weil natürlich nur dieser eine foo-bar-Test nicht funktioniert. Jetzt habe ich nur 30 von 50. War der Mehrwert? Der war Mehrwert, nein, war eigentlich nicht Mehrwert. Schauen wir mal. No, no violations, was für einer geht jetzt nicht? Null points because output for 21. Aber dann schlägt der andere Test down. What's because output should be 21. So kommt man drauf, ne? Na klar, weil er dann fragt er das andere nicht ab, dann gibt er nämlich. Ja, kommt man natürlich, man kommt, wie man sieht, auch im Live-Demo, kommt man live drauf, dass diese Beispiele. Wer sich viel mit Software-Testing beschäftigt, weiß ich nicht, ob da wer im Publikum sitzt, weiß natürlich, dass auch in die ganz einfachsten Beispiele oft die größten Tücken drinnen stehen. Und wenn ich da natürlich jetzt das ändert, dann schlägt natürlich der andere Verzweigung an mit 7 und dann gibt das was aus und dadurch gehen plötzlich einfach mit 2 Unit-Tests nicht mehr in dem Fall. Aber wie gesagt, wie man sieht, man beschäftigt sich eigentlich im Vorhinein als Lehrender viel intensiver mit seinen Beispielen, weil man ja diese Unit-Tests erstellen muss, man testet das selber aus. Wie schlagen diese Tests auf gewisse Fehlerfälle an, die man vielleicht erwartet, dass Schüler machen, weil es Unklarheiten sind, die immer wieder vorkommen oder einfach Themen sind, mit denen sich die Schüler manchmal schwer tun. Und diese Beispiele sind eigentlich, die Qualität von den Beispielen ist tatsächlich mehr. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, der Arbeitsaufwand ist natürlich auch enorm, sicher, das stimmt natürlich, der Aufwand ist wesentlich größer. Man schafft da nicht in einem Jahr, dass man ein ganzes Beispielset für eine ganze Klasse hat. Aber das Ziel wäre natürlich, so ist für uns das Ziel, dass wir jetzt für nach und nach immer wieder eine Beispielsammlung aufbauen und irgendwann das dementsprechend gut beieinander hat sozusagen. Und der große Vorteil ist, man spart sich aber nachher, nachdem man dieses Beispiel fertig hat, spart man sich irrsinnig viel Arbeit. Ich spare mir stundenlanges Beispiel kontrollieren, weil das eigentlich alles mehr oder weniger automatisiert funktioniert. Ich habe mir vorher ganz genau überlegt, was hätte ich eigentlich gern, was für Punkte gebe ich für was für Feature her und so weiter. Also das ist eigentlich ganz eine wesentlich klarere
wesentlich klarere Aufgabenstellungen werden das eigentlich durch dieses System auch. Weil es den Lehrenden ein bisschen dazu zwingt, dass er sich einfach mit dem Ganzen auseinandersetzt, dass er sich im Vorhinein schon viel mehr mit der Bewertung auseinandersetzt. So, was hast du jetzt dazu gebaut? Also du hast das jetzt auskommentiert. Ich erweitere das Beispiel, so wie Schüler auch machen, sie finden nicht immer gleich den idealen Weg, ja, so es den idealen Weg überhaupt gibt, sondern sie bauen dann manchmal Lösungen, die so etwas verwinkelt sind. Und ich probiere jetzt gerade einen Schüler zu simulieren, indem wir hergehen und Funktionen machen, weil Funktionen haben wir gerade vorher erst gehört, die Funktion gibt halt Foo aus. Und darum mache ich jetzt so mit Absicht noch ein bisschen eine Fehler rein. Oder vielleicht nur besser, er hat Funktionen, haben gar nicht mir gehört, sondern die Schüler sind oft so, die lesen sich dann irgendwas durch oder erfahren was von einem Zweitklässler, keine Ahnung. Und der hat einmal gesagt, es gibt Funktionen und da ist es eigentlich alles viel einfacher. Und das geht so und das kannst du verwenden. Und dann verwenden sie diese Sachen gleich. Ein Klassiker ist plötzlich, wenn irgendwo Go-To auftaucht, macht man im Unterricht nicht, ist total veraltet und verpönt eigentlich in der Programmierszene, aber es gibt immer wieder Schüler, die auf einmal plötzlich mit Go-To daherkommen. Genau. Gibt's. Und das ist das, was man nachher üblicherweise auch sieht, wenn man Code kopiert und den vorher nicht ausführt. Der Compiler begrüßt dann mit mehr oder minder freundlichen Fehlermeldungen. Die sind soweit nachvollziehbar, ja. Und zwar da ruft eine Funktion auf, print foo, die funktioniert, da ruft die print bar auf und da gibt es dann ein rotes Kreuzel, so wie es im Prinzip in den modernen Entwicklungsumgebungen auch ist. Ja, ich sehe, in welcher Zeile ist der Fehler aufgetreten. Genau, print bar müsste die eigentlich klar schreiben. Ich mache es jetzt mit Absicht noch einmal falsch. So. Das ist zwar technisch richtig, aber nicht, trotzdem nicht schön. Semantisch nicht elegant, ja. Wie man sagt. So, und jetzt haben wir schon nur mehr ein Fehler. Aha, okay. Da düstem, das passt irgendwie auch nicht gar so gut. So, speichern wir, tun wir ausführen. Und der Schüler freut sich und sagt, ah ja, total gut. 49 von 50 Punkte. Aha. Damn. Wo kommt jetzt der eine Punkt her? Das ist natürlich die große Preisfrage. Da fühlt sich jetzt auf den Schlips getreten. Wie gibt es das? Keine Ahnung, Punkt führt. Es funktioniert, das Programm, es laufen alle Unit-Tests durch, aber es ist halt nicht schön. Ja? Das ist die Definition, was schön ist und was nicht schön ist, ist die Definition, wie es der Lehrer vorgibt. Ja? Und, oder in späterer Folge eigentlich das Unternehmen, wo die Schüler arbeiten, weil das ist ja das Ziel, was wir in der HTL ausbilden. Das Unternehmen hat einfach eine gewisse Richtlinien, die sie alle halten. Und das hat ja auch einen Sinn, weil natürlich jeder den Code von jedem lesen kann, weil der berühmte Busfaktor kennt man in der Softwareentwicklung. Wie viele Mitarbeiter müssen vom Bus angefahren werden, damit die Software sicher unwartbar ist und sicher nicht mehr weiterentwickelt werden kann. Und auf das sollte man eigentlich die Schüler hintrimmen. Genau. Und deswegen haben wir da eben noch zusätzlich zu den JUnit-Tests eben noch Checkstyle mit eingebaut. Checkstyle für diejenigen, die es nicht kennen, ist ein statisches Code-Checking-Framework, ja, wo man hergehen kann und überprüfen kann, ob zum Beispiel die Methodennamen jetzt an gewissen Regular Expression entsprechen, so wie es da jetzt gerade bemängelt worden ist, printbar, must match pattern, nicht Kleinbuchstaben, ja. Wir schauen einmal. Jetzt hat er dann seine 50 von 50, wenn er das dann ganz richtig macht. Genau. Kann ich natürlich alle möglichen Style-Features einbauen, Großschreibung, Kleinschreibung von Funktionsnamen, Variablennamen, Klassennamen. Ich kann überprüfen, ob Einrückungen richtig gemacht sind. Ja. Was gibt es noch? Auf alle Fälle, da kann man sich so richtig auslassen, ja, wie es Firmen halt manchmal auch machen. Es ist so, dass wenn man es da übertreibt, nachher kriegt man ganz oft einmal in einem relativ kurzen Codesegment ganz viel Style-Fehler. Ja. Dann hätte der Schüler von 25 erreichbaren Punkten minus 13. einfach, es funktioniert, aber es ist trotzdem nicht schön genug. Und aus dem Grund haben wir bei den Styles ein bisschen einen anderen Ansatz gewählt. Ich schaue mir das jetzt nochmal als Lehrer an. Du kannst nochmal die Lehrersicht. Genau. Ganz kurz, es gibt im Prinzip eine Maximalpunkteanzahl, die abgezogen werden kann, weil wenn er einfach sagt, er weiß das nicht, dass er, keine Ahnung, Funktionsnamen kleinschreiben muss und er schreibt es immer groß und er schreibt es 20 Mal groß, ist ja das, hat er eigentlich das einmal falsch gemacht, weil er es nicht weiß oder weil es ihm wurscht ist, keine Ahnung. Und er hat es dann im Endeffekt hätte er ja nicht 20 Fehlerpunkte, sondern er hat das ja eigentlich nur einmal falsch gemacht. Jetzt muss man das ein bisschen begrenzen, das Ganze. Genau. Deswegen, Fairness halber. Deswegen haben wir den Ansatz gewählt, dass wir sagen, okay, mit Unit-Tests kann man Punkte gewinnen, mit Check-Style-Violations kann man sie verlieren und da limitieren wir die Obergrenze, die es zu verlieren gibt. in dem Fall würde man dann da nur herschreiben, Check-Style-Namings minus 5p zum Beispiel, dann würde er für alle Violations, die aus dieser Datei resultieren, maximal 5 Punkte abziehen und nicht mehr. Ja.
damit bleibt es auch für alle einigermaßen fair. Ja, das genau. Ist es eigentlich. Ich glaube, soweit. Ich glaube, soweit hätten wir es, ja. Wie sind wir in der Zeit? Dreiviertel ist? Ja, wer noch? Eine Minute, schnelle Fragenrunde gibt es noch. Also die Frage war, wie die Kommunikation vom Jail-Server zum Moodle-Webserver funktioniert? Gute Frage, weiß ich nicht ganz genau. Grundsätzlich macht es das Plugin. Ja, genau. Von der Administratorenseite, also es gibt natürlich eine Admin-Seite, ja, das haben wir jetzt nicht herzagt von diesem VPL. Und dort wird einfach eine öffentliche Webadresse von dem Jail-Server eintragen. Das ist eine HTTP-Adresse, ganz normal, wo dieser Jail-Server den Dienst anbietet. Was ich aber verraten kann, ist, wie man es firewall-technisch machen muss. Und zwar, man gibt dem Jail-Server ein gewisses Port, auf dem der sozusagen reagieren muss. Und die komplette Kommunikation wird dann auf dem AMTCP-Port abgehandelt. Also standardmäßig ist halt 1, 2, 3, 4 oder so. Ja. Und wenn das Port offen ist, dann funktioniert genau. Das. Standardmäßig in einer leeren Moodle-Instanz, wenn man dieses Plugin installiert, dann ist dieser Demo-Jail-Server von der Universität Las Palmas eben, die dieses VPL entwickelt haben, dort hinterlegt. Und den kann man verwenden, der hat nur die Beschränkung, dass man pro Minute nur eine gewisse Anzahl von Sessions laufen dürfen. Im Prinzip. Aber es ist ja ganz eine HTTP-Kommunikation im Prinzip. Ja, und vielleicht was auch noch interessant zu wissen ist, auf dem Jail-Server wird wirklich für jede Ausführung ein neuer Benutzer angelegt und der sitzt in seiner Sandkiste und kann dort nicht raus. Ja? Also wenn dort jetzt jemand von den Schülern auf die Idee kämen würde und sagen, okay, ich schreibe ein Java-Programm, das RM-Root-File-Directory macht, ja, wird auch nichts passieren. Ja. Also das ist ganz gut gesehen. Das ist eigentlich ganz gut gemacht, grundsätzlich. Ja. Man kann auch dann dort theoretisch, man könnte jetzt einen anderen Compiler aufsetzen. Also wir sind da ein bisschen am Experimentieren, natürlich auch noch mit unserem eigenen Jail-Server, weil es sind ja gewisse komplexere Beispiele, haben wir festgestellt. Es gibt jetzt dann Unterschiede im Compiler. Wenn ich jetzt, weiß ich nicht, gewisse Sachen kann, dann kann ich in einem Eclipse kompilieren, wenn ihm irgendeine Variable fällt, die es zum Beispiel nur in einer Methode gibt. Das kann aber dann der zum Beispiel gar nicht kompilieren. Dann kann ich im Eclipse, keine Ahnung, 8 von 13 Unit-Tests ausführen und im Beispiel zum Beispiel nur 3 von 13, was auch immer, oder gar keinen von 13, wenn er es überhaupt nicht kompilieren kann. Also wir sind da noch ein bisschen am Experimentieren, was man da alles nachinstallieren kann und so weiter, wie mächtig der Jail-Server tatsächlich ist oder wo die Grenzen liegen. Eclipse verzeiht doch relativ viel. Genau. Sonst noch Fragen? Ja, das ist auch Open Source, natürlich. Genau. Da gibt es auf der Homepage von dem Virtual Programming Lab eine Anleitung, wie man das installieren kann. Man braucht nur eine Linux-Maschine, die man von außen halt erreichen kann. Das ist im Prinzip in dieser Adresse zum Finden. Da gibt es nachher die ganze Info über den Jail-Server. VPL-DIS und so weiter und so fort. Und das, wie gesagt, Ja, es gibt eben einige Sachen. Es ist eben durch das Moodle-Plugin-System ist das recht verbreitet. Es gibt da so einen Fragentyp, der heißt CodeRunner, der würde das in einen Test einbauen können. Das funktioniert auch ähnlich, meines Wissens. Habe ich mir aber auch noch nicht im Detail angeschaut. Also das wäre auch noch eine Möglichkeit, die es gibt, dass ich sage, ich mache jetzt nur kleine Funktionen, zum Beispiel, die in einem Test drin sind, gemischt mit Theoriefragen in Moodle. Wie auch immer, das konnte ich auch noch kombinieren dann. Da würden dann sogar SQL-Statements zum Testen gehen für Datenbankentwicklung. Also ist eigentlich gibt es eigentlich sehr viele Sachen, die da in der Community entwickelt werden mittlerweile. Sonst noch jemand Fragen? Wunderbar, dann sagen wir, es hat geläutet, oder? Ja, genau. Danke. Ding, ding, ding. Sie sind entlassen. Danke.